Ich muss irgendwie eine Freundin finden, Mann. Und wer könnte mich besser coachen als... So mal richtig der Pickup-Artist zu sein. Manipulationstechnik, mit der man jede Frau verführen kann. Einer möchte einen Rotschlag, wie man im Vorhinein schon erkennen, ob eine enge Vagina hat. Ich bin auch wirklich gefühlt, jedes Mal, wenn ich hier durch den Bahnhof durchgelaufen bin, ich angesprochen worden. Ich lüte ihnen an, weil ich auf so einen RSD-WhatsApp-Chat gestossen bin. Und da schreitet auch niemand ein. Vor ein paar Jahren haben so Pickup-Artists recht viel Kritik abbekommen. Pickup-Artists, das sind Männer, die anderen Männer lernen, wie sie systematisch Frauen anbaggern können. Und das Ganze hat Gipfel drin, dass ihnen sogar sexuelle Belästigung vorgeworfen worden ist. Und dann ist es ruhig geworden um sie. Aber wie ich jetzt erfahren habe, ist das nur eine vermeintliche Ruhe, weil wir vermuten, dass das Ganze weiterläuft. Auf die Geschichte bin ich durch Elena gestoßen. Sie ist eine ehemalige Arbeitskollegin. Und sie hat gesagt, dass sie mehrmals am HB in Zürich angesprochen worden und hat irgendwann so das Gefühl, ich glaube, das ist so systematisches Anbaggern. Und wir treffen sie jetzt mal, damit sie uns die Geschichte erzählen kann. Girls with bodies like you should know. Girls with bodies like you should know. Ich habe mich eigentlich immer so mit den Leuten hier am Treffpunkt getroffen. Und nicht, dass irgendwann angefangen. Zuerst bin ich vielleicht so von ein, zwei Typen mal angesprochen worden. Und dann habe ich noch so gefunden, so, ja, das ist eigentlich ganz normal, als haben wir nichts dabei gedacht. Und dann hat sich das aber irgendwie so ein bisschen angefangen zu häufen. Also, ich bin auch wirklich gefühlt, jedes Mal, wenn ich hier durch den Bahnhof durchgelaufen bin, ich angesprochen worden. Okay. Es war immer so ein bisschen auf die gleiche Art. Also, jetzt, das ist mir jetzt mal so ein Déjà-vu, so wie ich das gleiche Gespräch schon mal geführt hätte. Und was haben Sie denn gesagt? Ja, sie haben mich angesprochen, haben mich nach meiner Nummer gefragt, von wo ich bin. Also, eigentlich so, basic Fragen. Und wann hast du denn so gedacht, hey, ich habe das Gefühl, du hast so eine Strategie dahinter? Also was mir erstens mega auffällig hat, gedacht, ist, ich bin angesprochen worden vom gleichen Typ innerhalb von wenigen Tagen. Und beim zweiten Mal, als er mich angesprochen hat, hat er schon wieder nicht mehr gewusst, wer ich bin. Okay. Und es hat mir einfach mega komisch gedacht, so, ja, wir haben ja erst vor irgendwie zwei, drei Tagen schon zusammen geredet und du weißt schon wieder nicht mehr, dass wir schon zusammen geredet haben. Und dort ist mir so aufgefallen, ja, der muss ja mega viele Frauen ansprechen, dass er sich wieder nicht mehr an mich erinnert. Die Männer, die dich hier angesprochen haben, was waren das für Männer? Kannst du dich ein bisschen beschreiben? Also ich würde sagen, die meisten waren schon so ungefähr in meinem Alter. Also vielleicht so zwischen 18 und 26, so dort rum. Und also sie waren nicht auffällig oder so, es waren ganz normale Typen. Sie haben mich einfach recht aufdringlich gedacht. Also, wenn ich einmal gesagt habe, hey, im Moment gibt es keine Zeit oder ich muss weiter und ich habe kein Interesse, dann ist halt immer weiter geredet und immer weiter probiert, mich irgendwie zu überzeugen, ihnen die Handynummer zu geben. Und dann ist noch etwas passiert. Und zwar hat mich mal einer angesprochen, als ich gerade am Telefon war. Und dann haben sie gesagt, hey, checkst du nicht, dass ich am Telefonieren bin? Ich kann nicht reden. Und dann hat er so gesagt, ja, jetzt hängst du das Telefon auf und redest mit mir. Okay, also sie haben wie dein Nein nicht akzeptiert in dem Moment. Genau, also meistens nachdem ich mir zwei, drei Mal gesagt habe, hey, ich will im Fall nicht mit dir reden, ich habe kein Interesse. Und ich habe gemerkt, es bringt einfach nichts. Bin ich dann irgendwann einfach davon gelaufen, weil sonst bin ich einfach nicht los geworden. Es gibt ja die Pickup-Artists, es gibt die Firma RSD. Hast du das wie schon kennt und darum gerade den Link gemacht? Oder wie Nein, ist das? Gar nicht. Also ich habe das auch damals, als das so die Hochphase hatte, gar nicht mitbekommen. Und am Anfang habe ich so gefunden, so, hey, ist ja ganz normal, das kommt dir vielleicht mal vor. Aber dann hat sie aber schon gedacht, irgendwas ist mega komisch. Und dann habe ich mich gerade mal, nachdem ich angesprochen wurde, mit einem Kollegen getroffen und habe ihm das dann erzählt. Und er hat mir dann eigentlich von diesen Pickup-Artists erzählt, die er kennt. Wir wissen nicht, ob die Männer, die, die Elena angemacht haben, auch von so Pickup-Artists trainiert worden sind. Aber was wir wissen, ist, dass so Pickup-Artists Coachings geben, wo sie anderen Männern lehren, wie man Frauen aufreissen kann und wie man sie am besten ins Bett bekommen kann. Und das nach dem Prinzip, wenn du nur die richtigen Methoden hast, dann kannst du eigentlich jede um den Finger wickeln. Und das Bild ist immer so, der Mann ist das Alpha-Tier und die Frau ist manipulierbar. Die bekannteste Firma, die so Coachings angeboten hat, ist Real Social Dynamics, also RSD. Und die sind eine Zeit lang recht erfolgreich gewesen, international mit ihren Seminaren und mit ihren Workshops.
bis dann ein Shitstorm auf sie und ihren Coach Julien Blanc einprasselt ist. Nach diesem Skandal ist RSD von der Bildfläche verschwunden, aber die Coaches, die sind noch aktiv. Es geht jetzt einfach mehr so um Selbstoptimierung. Und das Ziel ist, vom scheuen Typ zum erfolgreichen Leader zu werden. What are the mindsets I'm gonna have to develop to become that? What are the beliefs? What are the attitudes? And you can slowly, as you mentioned, baby step your way there and become that person. Und sie haben offenbar noch viele Fans. Wir sind auf einen WhatsApp-Chat gestoßen, auf einen Schweizer WhatsApp-Chat, der sich RSD nennt. Weil ich als Frau aber nicht so einfach dort reinkomme, ist mein Redaktionskollege Fabian rein. Ist das so über den Chat? Sind das so 3, 4 oder sind das viele? Das sind etwa um die 190 Leute. Und es gibt wie 2 Chats. Also so einen, wo sie dann so Fragen stellen und beantworten, im Sinne von, wie soll ich mit Frauen umgehen, wenn ich sie um den Finger wickle. Und im anderen eben wirklich für so abzumachen, hey, komm, jetzt gehen wir zusammen los und versuchen irgendwie Frauen aufzureissen. Okay. Und jetzt sind wir in dem Chat, wo sie sich aber Sachen fragen, oder? Genau, genau. Okay, und was läuft jetzt so? Das musst du mal lesen. Das eine Girl, die ich mit ihr game, möchte mich gleich mit ihrer Freundin verkuppeln. Also, Girl, I'm gaming, was meint du mit dem? Hey, Game ist einfach so, so wie ich das Besitz verstehe in dieser Recherche, heisst einfach, alles ist eigentlich ein Spiel. Also, wie so mit einer Frau zu flirten und zu versuchen zu daten, ist einfach ein Game. Okay. Die ist auch heiß, so ist es nicht. Aber wäre es nicht komisch, einfach die anderen zu ficken? Ist das nicht ein Zeichen von Schwäche? Wow. Und das andere Beispiel finde ich eben auch noch recht spannend. Okay, Jungs, ich brauche einen Ratschlag betreffend Widerstand in letzter Minute. Wie soll ich da reagieren und was soll ich machen? Ist jetzt schon 2-mal vorgekommen. Und was geben Sie ihm so für Tipps? Erstens, körperliche Eskalation. Nicht mit Wort, mach sie an. Zweitens, bist nicht übergriffig oder aufdringlich. Drittens, wenn du ein Profi bist, kannst du versuchen, das Problem zu lösen, indem du verstehst, was ihren Verstand blockiert und das löst. Aber das ist nur für Profis. Wie so ein bisschen weird, oder? Ich meine, es geht echt darum, sie will nicht mit ihm schlafen und er fragt, wie viele Tipps, hey, was kann ich da machen? Yeah. Ich finde es ein mega komisches Gefühl, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man die Frau am anderen Ende ist und der Typ sich wie so austauscht in einem Chat darüber, wie er die doch noch rumbekommt. Es ist so quasi an der Grenze von, ja, ich verstand es, nein, nicht. Einerseits, wenn es ja wirklich nur darum geht, um einen Austausch, dann kann man echt einfach sagen, hey, das ist jetzt eine Gruppe von Menschen, die sich gefunden hat bei einer Thematik und man sucht quasi Hilfe. Und das ist ja eigentlich immer mega toll. Oh. Aber was einfach weird ist, ist, dass ja offensichtlich auch sie da reinschreiben, wenn sie mal abgewiesen worden sind oder so, was sie dann noch machen können. Und das verstand ich nicht, weil das finde ich noch als problematisch am Ganzen. Ich treffe jetzt einen, der mal in so einem RSD-Chat drin war, so während 2 Jahren, und nachher ist er dann ausgestiegen. Er möchte jetzt für das Gespräch anonym bleiben. Und das, was mich eigentlich als erstes interessiert, ist, warum er überhaupt erst in den Chat drin ist. Es war einfach so ein Ding vor ein paar Jahren. Und dann hatte es ein paar Leute, die das auch kannten, RSD. Und nachher hatte es den Chat. Und der Chat, wo ich drin war, war der Q&A-Chat von RSD. Was hast du so in die Chats hineingeschrieben? So die klassische Frage, hey, sie schreibt mir nicht zurück. Die und die Screenshots. Ich habe das am Anfang gemacht, ich habe nachher aber nichts mehr drin geschrieben. Ich habe wie immer gedacht, so, die Antworten der anderen sind meistens so ein bisschen komisch gewesen nachher. Aber was war so der Zeitpunkt, wo du gefunden hast, das ist nichts mehr für mich, ich muss da raus? Ich habe nicht das Gefühl gehabt, hey, ich will jetzt aus dem raus. Ich habe einfach andere Sachen gesucht. Ich hatte andere Fragen und andere Antworten gefunden, die nicht dort waren. Und dann habe ich mich automatisch vor ein paar Jahren von dem entfernt. So RSD als Firma, das ist ja vor ein paar Jahren ist es ein recht Skandal mit Frauen, die von sexuellen Übergriffen erzählt haben. Und so. Wie hast du das dort mal wahrgenommen? Ein Gedankengut von RSD ist grundsätzlich, sie nehmen eins zu eins raus, was in Beziehungsbüchern und Psychologiebücher steht und wendet es dort an. Und jetzt der Skandal mit dem RSD Julien. Er hat grundsätzlich nichts Falsches gesagt, nichts Falsches beigebracht, es ist einfach die Umsetzung und wie es ankommt. Das ist eben der Aspekt von, man lernt etwas und man tut es falsch anwenden. Zum Teil ist es schon abartig sexistischer Inhalt, also, den ich gesehen habe. Sexistisch, ich kenne die klare Definition nicht. Aber ich finde, es ist gut, wenn sich ein Mann damit auseinandersetzt, wie man mit Frauen umgehen kann. Nur,
teilweise sind nachher die Leute echt komisch. Sie haben komische Sachen gemacht. Was meinst du mit dem? Sie haben irgendwie mit angegeben, wie viele Frauen sie sind ins Bett gegangen. Sie haben Fotos geschickt, wo schau mal, mit wem ich ins Bett gehe und so. Und das sind Sachen, die einfach nicht okay sind. Und ab dem Moment habe ich gewusst, okay, von dem sollte man sich entfernen. Wenn du manchmal so problematische Sachen in dem Chat gesehen hast, hast du dann auch eingegriffen? Also hast du dann auch gesagt, hey, du, zum Fall ist voll nicht so geil oder so? Ja, am Anfang, und nachher hat es keinen Sinn mehr gemacht. Wenn jemand so versessen ist mit einer Idee und gewisse Leute, die auch so sind, die kannst du nicht ändern, egal was du sagst. Er hat mir jetzt erzählt, er habe irgendwann so einen Prozess durchgemacht, sich umorientiert und sei darum aus dem Chat rausgegangen. Und er hat auf mich aber jetzt so gewirkt, als ob er doch noch recht fasziniert wäre von dem ganzen RSD. Und er sieht das Problem auch nicht bei dieser Firma und in ihren Podcasts und Kursen und so, sondern bei Einzelnen, die anscheinend die Sachen falsch würden umsetzen und es dann manchmal anscheinend übertreiben. Everybody wants more than ever. Okay, Zeit für ein Update. Mein Redaktionskollege Fabian ist jetzt schon seit mehreren Monaten in diesem RSD-Chat am Mitlesen. Und jetzt schauen wir mal, was da drin so abgegangen ist. Okay. Einer möchte einen Rotschlag, wie er im Vorhinein schon erkennen kann, ob eine enge Vagina hat. Und so geht es weiter, oder? Nimm einfach das andere Loch. Okay. Also, ich finde es mega krass, wie über Frauen geschrieben wird, wie wenn sie einfach Objekt wären. Und dass die Typen auch wirklich ernst nehmen und also ernsthaft über das diskutieren, finde ich im Fall absurd. Es ist mega fest so eine porno-basierte Sprache. Aber es gibt mega viel so, also, hey, wie kann ich irgendwie einen Dreier oder einen Vierer haben? Es hat irgendwie so mega gestartet mit einem Dude, der hier so Bilder gepostet hat, der hat es aber anonymisiert. Mhm. Und dann sind aber andere Beispiele gekommen, die ich dir jetzt zeige. Das sind einfach Leute identifizierbar, ja. Mega klar, oder? Also du siehst ihr das Gesicht. Und da schreitet auch niemand ein? Da schreitet niemand ein. Wir haben jetzt ein Rechtszeit in diesem Chat drin verbracht und ich möchte jetzt eigentlich mal persönlich mit den Männern schwätzen, die dort drin sind und ein fragen, was das eigentlich soll, was sie da drin machen und auch, was sie zum sexistischen Inhalt dort drin sagen. Grüß Gott, Ihr gewünschter Teilnehmer ist derzeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie nach dem Signalton Ihre Nachricht. Hier ist Lena Oppong von SRF. Ich rufe Ihnen an, weil ich im Moment an einer Recherche bin und in der auf so einen RSD-WhatsApp-Chat gestossen bin. Jetzt habe ich gesehen, Sie sind dort auch drin und ich hätte ein paar Fragen zu dem. Ich würde mega gerne mehr über den erfahren. Es hat fast niemand mit mir reden und schon gar nicht vor der Kamera. Ich habe den Bahnen noch auf die Mailbox geschwätzt und dort hat mir fast niemand zurückgerufen. Die wenigen, die wir zurückgegeben haben und ich auch mit ihnen reden konnte, die distanzieren sich von Sexismus und haben gesagt, in einem Chat gehe es vor allem um Persönlichkeitsentwicklung. Und das hat jeder selber müssen wissen, was er dort reinschreibt. Ich rufe jetzt noch einen der Administratoren von diesem Chat an. Und von ihm möchte ich eben genau wissen, was macht er als Admin, was ist so seine Rolle, ist er Teil von RSD? So, mal schauen, ob er mit uns reden will. Ja, hallo. Hier ist nochmal die Lena von SRF. Auch der eine Administrator von der Gruppe hat auf keinen Fall mit mir vor der Kamera reden, aber er hat mir erklärt, dass der Chat zwar RSD Zürich heisst, aber nichts mehr mit der Firma zu tun habe. Der Name sei einfach wie nie geändert worden. Es sei eine Art Selbsthilfegruppe von Männern, die soziale Kompetenzen erlangen wollen. Und er distanziert sich davon, dass man Frauen manipulieren soll, um sie ins Bett zu kriegen. Aus seiner Sicht sei es aber die höchste soziale Kompetenz, eine Frau zu erobern. Ich habe ihn dann noch auf die unanonymisierten Fotos angesprochen und dort hat er gesagt, er habe es halt nicht gesehen. Er sagt aber auch, es habe Creeps in dem Chat, aber auch wollte keine Zensur betreiben. Ihm sei es lieber, es werde auch mal Scheiß gepostet, damit die anderen so das Gefühl bekommen, dass sie alles dürfen sagen da drin. Also es hat jetzt noch einen zurückgerufen, der unbedingt hat wollen wissen wollte, wo dass ich die Nummer habe. Sie sind gerade wirklich sehr, sehr hässig in dem Chat. Ja, sie schreiben, hey, es sieht so aus, als ob jemand von hier innen die Nummer weitergegeben hat. Ich habe einen Call gekriegt. How the fuck is that even possible?
Sie sind wirklich hässlich. Also ich habe das Gefühl, er hat auch Angst, dass ich die Nummer irgendwie veröffentliche oder so. Das würde ich ja nie im Leben machen. Es ist mir eigentlich vor allem darum gegangen, mehr darüber zu wissen und zu wissen, warum dass sie dort drinnen sind. Nachdem das sich umgesprochen hat, dass wir eine Reportage machen zu Pickup-Artists, hat es eine rechte Aufruhr gegeben im Chat. Und dann ist es plötzlich noch um mich gegangen. Jemand hat gefragt, hey, wie sieht sie eigentlich aus? Manchmal sind Journalistinnen ja noch cute. Und jemand anderes hat gefragt, ist sie eigentlich Single? Dann hat sich dann aber noch jemand gemeldet und gesagt, hey, Guys, hört im Fall auf, lassen Sie einfach in Ruhe. Am Schluss hat dann noch der Administrator sein Jöppli als Administrator niedergelegt und will jetzt nur noch als normales Mitglied drin sein. Auch wenn alle von Persönlichkeitsentwicklung schwätzen, alles in allem ist das ein Chat, wo ungefähr 190 Männer miteinander teilen, wie sie Frauen daten, wie sie sie ins Bett kriegen oder ihre Versuche sie anzusprechen. Und dort drin tolerieren sie halt auch sexistische Nachrichten und frauenverachtende Nachrichten. Zumindest in den drei Monaten, die wir jetzt mitgelesen haben. Und dann haben sie noch einen zweiten Chat, wo sie zusammen abmachen, um dann das Gelehrte draussen anzuwenden. Und das kann halt dann für Frauen wie zum Beispiel Elena mega unangenehm sein. Zudem gibt es auch Frauen, die nie werden erfahren, dass Fotos von ihnen mit einfach 190 wildfremden Männern geteilt worden sind. Und das ist für mich als Frau ein mega komisches Gefühl. Wenn du noch mehr so Reportagen möchtest sehen, dann drück jetzt auf die Glocke und abonniere SRF Impact. Not one drop of my self-worth.